Die Qlife H953, die hat mir ein bisschen Sorgen gemacht bei dem Ton. Jedenfalls baue ich die jetzt hier ab, nehme die mit und baue mir den Ton um. Meistens liegt es einfach nur an dem Einbauort des Mikrofons, nicht am Mikrofon selbst. Die Kamera ist auch nass, also werden die Aufnahmen dementsprechend jetzt nicht so gut aussehen. Das Dach, was hier angedeutet ist, naja, das bringt wirklich nicht viel. Qlife H953, da ist sie, da ist die Mikrofonöffnung. Jetzt habe ich hier die Platine vor mir und sehe kein Mikro. Da sind aber die Anschlüsse. So, das heißt, das Mikrofon ist auf der Rückseite. Ich löte das jetzt hier aus. Mensch, dass die Hersteller sowas immer wieder machen. Aber das ist hier wieder so eine moderne Bauform. Finde ich cool. Die LEDs sind nämlich weitaus effektiver als die anderen. So, ich habe mich jetzt für hier unten entschieden. Ich denke mal, das passt ganz gut. Da ist das Loch. Wenn da ein bisschen Regen runterläuft, dann wird es wohl eher hier drinnen langlaufen als hier auf der Fläche. Und wenn, dann ist es immer noch ein bisschen abgedichtet. Mit Uhu. Uhu, alles Kleber. Deswegen der Stern da oben drin. Ach so. Deswegen der Stern. Der Stern hier oben drin, der ist mir schon aufgefallen. Das ist für den Lichtsensor. Ah, okay. Auf der Rückseite. Die Kamera macht gleich nach dem Einschalten ein IR-LED-Batteriecheck. Das heißt, sie steuert die LEDs alle an. Die Batterie wird damit belastet und zeigt dann auch den tatsächlichen Batteriestand an. Das habe ich ja bei anderen Kameras schon mal beanstandet, dass nicht der tatsächliche Batteriestand angezeigt wird, sondern nur der Leerlaufbatteriestand sozusagen. Finde ich cool. Die Qlife H953. Man hat auf den Videos bemerkt, dass der Ton sich deutlich verbessert hat. Das ist wieder ein Erfolgserlebnis für mich.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß an den Videos. Speicherkarte formatieren. Ich lasse diese Kamera jetzt hier noch hängen. Sie kann hier noch weiterhin ihren Dienst verrichten und Aufnahmen machen. Meine Videos kommen immer freitags um 12, wenn es keine technischen Probleme gibt. Wenn ihr abonnieren drückt und die Glocke, dann seht ihr die neuesten auch gleich. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, ciao, euer Vari. So, aktivieren. Scharf.